muss halt überlegen, wie ich das Ganze jetzt noch weiter optimieren kann. Mhm. Spaß hier. Nee, genau. Jetzt mal ehrlich, kein Spaß hier. Absolut nicht. Hier wird überhaupt kein Spaß mehr, weißt du? Ja, das fühlt sich mehr nach Arbeit an als die Arbeit. Das ist ja auch Arbeit. Kann man ja nicht anders sagen. Das macht echt Spaß. Ja, im Gegensatz zur Arbeit, ne? Ja, aber mach jetzt mal hier keinen Spaß mehr hier. Kein Spaß hier. Nö. Die Leute verwirrt sind? Nein. Ne? Guckt ja keiner zu. Verwirren uns einfach nur selber. So sieht das aus. Das aber mit Erfolg. Ach, sind wir K.O. Ja. Sag mal, welche Farbe hat dein Spider-Tron? Blau. Blau-Türkis, so in die Richtung. Das sind Türkis. Das ist ein Türkis. Machen wir mal ein bisschen Signalfarbe. Ey, warum ist es in diesem Spiel durchgehend dunkel? Kannst du das ausstellen? Das ist ja unglaublich nervig. Ich glaub nicht. Was glaubst du nicht? Dass es nervig ist? Nee, dass das geht. Ich kann die Wolken ausschalten. Hey, welche Wolken? Richtig, aber die kann ich ausschalten. Nö. Ehrlich? Verarscht mich, verarscht mich. Hier ist Wolken anzeigen. Ernsthaft? Das ist ja Quatsch. Das ist echt Quatsch. Ich glaube, das geht nicht. So, wann ist denn jetzt mit der Atombombe? Wann ist denn die jetzt fertig? Der Atombombe ist dein Ding, da mach ich nicht mit. Das ist dein Ding. Ja, ja, aber ich will die ja bauen, weißt du? Ja, 84% da oben, also. Oh. Lieber Scholli. Da soll aber einer mal sagen, dass das nicht läuft. Das läuft aber richtig. Aber mal richtig, richtig. Ich kann auch gleich mal wieder mein Inventar aufräumen. Weißt du, auf der einen Seite hast du nichts. Auf der anderen Seite brauchst du alles. Ja. Kann das sein, dass hier keine Uranmunition hergestellt wird? Warum? Also, ich glaub, es fehlt Munition. Grund? Es fehlt die rote Munition. Und die haben wir da nicht hochgelegt, weil das ja blödsinnig wäre, sondern die haben wir in der Kiste da hochgeschleppt. Ich denke, ich baue eine Zugverbindung, oder? Das ist, ja. Ja, besser ist. Mal her damit. So, wo haben wir denn hier Munition? Du, Hasenzahn. Was ist los, mein Schatz? Hier unten, ne? Ganz unten hier, wo ich so bin, ne? Warte, ich komm gucken. Ja, ja. Da haben wir ein ernsthaftes Eisenproblem. Weil jetzt funktioniert hier mal alles. Und guck mal. Spätestens hier ist Schluss und das muss dann noch hier geteilt werden und so weiter. Das heißt, hier oben funktioniert gar nichts mehr. Ich sehe es. Weißt du, warum das jetzt auffällt? Weil wir die ganze Zeit nicht viel für Military produziert haben. Aber jetzt diese 4000 produziert 1 Million elektronische Schaltkreise. Wow, habe ich gerade bekommen. Hast du es nicht bekommen? Wahrscheinlich nicht, weil du schon hattest, ne? Ja, wahrscheinlich, ja.
Okay. Weil wir jetzt die Atombombe produzieren und die so viele von den schwarzen Tränken braucht, die wir halt vorher die ganze Zeit nicht gebraucht haben. Deswegen knallt das jetzt so rein. Tut mir leid, das ist so bei den Affen. Da kannst du nichts gegen machen. Gar keinen Fall. Ich guck gerade, was ich jetzt hier nach noch für die Forschung reinknalle und das wird alles für die Bauroboter sein, dass sie schneller sind. Mhm. Dann werde ich wahrscheinlich die Munition verstärken. Erhöht den Schaden von physischer Munition, Geschützturm und Verteidigerrobotern. Sehr gut. Dann haben wir die Schlange erstmal wieder voll und sind bei 90% bei der Atombombe. Hammer. Die letzte Aufnahme haben wir komplett bei diesen 59% oder was das waren, sind wir da stehen geblieben. Ja. Komplett, weil wir einfach erstmal diese riesige Kupferproduktion hier hinstellen mussten. Ja. Aber eine coole Nummer. Also, das war ein Projekt, weißt du, was ich meine? Mhm. Mach es zu deinem Projekt. Was? Ich sag, mach es zu deinem Projekt. Das ist Werbung. Für wen? Weiß ich nicht, Hagebaumarkt oder so. Keine Ahnung. Irgendeiner macht das. So. Dann kann ich gleich Atombomben bauen, sagst du? Ja, bitte. Ich bitte drum. Nicht du kannst. Es wäre schon ziemlich stark, wenn du das machen würdest. Dann muss ich mich da nicht drum kümmern. Nein. Ich mich jetzt hier mal ein bisschen um die Produktion kümmern. Weißt du, was ich meine? Hasenzahn, wenn das mit Uran zu tun hat, lässt du mal schön deine Affengriffel davon, ne? Ach, besser danke. Ist das. Besser, ich komm, danke. Besser ist das. Das ist. Nee, komm, lass. Das kann ich keinem antun, ja. Das ist. Nee, m-m. Fussel. Merkst du? Ja, ich bin schon da. Und dann gucke ich mir das mal an und dann gucken wir mal weiter. Mir kommt gerade was zugute. Nämlich? Ich hatte, als wir einen krassen Leerlauf hatten, einfach mal ein paar blaue und ein paar lilane Tränke abgreifen lassen. Und jetzt mangeln die die ganze Zeit. Das heißt, ich kann die mal eben immer in den Laboren verteilen. Damit wir da doch genug haben. Schön. Hm, ist echt gut. Mhm. Hier unten ist die Luft ein bisschen schlecht, wo ich gerade bin. Ja. Da kommt aber auch das. Ein Müffel raus aus den Geräten. Du. Ekelhaft. Ja, bei der Sprengstoffherstellung, weißt du? Naja. So. Ja, hier wird ja nichts mehr gebraucht, ne? Er greift da oben ein bisschen Uran ab. Die Dinger sind voll. Ja. Ah, kann man so machen. Da werden die Raketen hergestellt. Sehr gut. Also noch ein bisschen langsam, aber naja. Fussel. So viel kann ich dir sagen. Ich bin schon vor Ort. 97%. Und das ist mit das größte Projekt neben dem Spider-Tron, ne, was wir erforschen können. Ja. Vielleicht kannst du jetzt mal aus Versehen auf Erforschung abbrechen.
Nee, warte, ist noch nicht bei 99%. Mach ich aber gleich. Ich glaube, da würde ich weinen. Ja. Nee, das wäre nichts für mich. Hält dich nicht so an. Vor allem, wahrscheinlich werden ja auch alle Getränke, die man schon produziert hat, weg. Irgendwie so. Ich gehe davon aus. Du sagtest gerade... Jetzt wird doch alles schon abgegriffen. Verarsch mich doch nicht. Na, da kommt mich ausreichend an. Ja, was ich sagen wollte, du sagtest, du hast ein Eisenproblem oder wir haben ein Eisenproblem da unten. Das habe ich aber, glaube ich, schon gelöst. Ah, du hast es gelöst. Ja, super, alles klar. Das ich habe einfach von einem anderen Band da nochmal was dran getan. Wir haben hier aber ein Problem. Irgendwie ist hier schon wieder irgendwie voll. Okay. Warum macht er hier nicht weiter? Ja, ich bin ja aber gerade beschäftigt. Ich bin gerade auch noch beschäftigt. Montagemaschine. So. Er läuft hier nicht weiter. Warum läuft er nicht weiter? So nicht. Ja, auch Weißt du, ob es irgendeine schnelle Funktion gibt, zwei Tempomodule in eine Montagemaschine zu knallen, oder muss ich wirklich immer öffnen und einzeln reinlegen? Da wird es bestimmt eine Tastatur geben, aber bitte, ich habe keine Ahnung. Ich nehme ihn auch nicht. Na gut. Mal gucken, wie lange da Probleme auftauchen. Dann wollen wir uns doch mal mit die Atombombe beschäftigen. Atombombe. Jetzt bin ich gespannt. Was ist denn hier eine Atombombe? Was ist das? Das ist die Atombombe. Nicht genug Komponenten. Aha. Also, wir brauchen Eisen, Kupfer, Kunststoff, Sprengstoff, blaue Dinger und das grüne Zeug. Das klingt doch machbar. Wir brauchen Raketensteuereinheiten. Haben wir die irgendwo? Nö, ich glaube, die werden nicht produziert, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja, so soll nicht einfach sein, mein Lieber. Nicht zu einfach denken. Nee, keine Sorge. Raketensteuereinheiten. Also Sprengstoff haben wir hier unten. Das ist kein Problem. Uran kommt von oben. Das ist auch kein Problem.
Aber die Raketensteuereinheiten, die machen mir ein bisschen Sorgen. Ja. Wo finde ich die denn? Da. Oh Gott. Dafür braucht man eine blaue Prozessoreinheit und ein Tempomodul. Viel Spaß. Heilige Scheiße. Persönlicher Roboter. Okay, alles klar. Läuft die Produktion jetzt erstmal auch eigentlich. Doch, die läuft gut. Ja, so kann man es lassen. So kann man es lassen. Und so lassen wir es auch. Okay. Fällt mir. Ich würde ja gerne hier abgreifen. Wäre ja Batterie. Wo haben wir denn die Batterien nochmal hingesetzt? Die hatten wir doch irgendwo abgreifen lassen. Ja, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich bin jetzt gerade schwer am Denken. Ja, du musst auch nicht antworten. Du. Ne, mach ich auch nicht mehr. Machst du ja auch gerne. Ja, nee, bringt ja nichts. Weißt du, kann ja alles erklären, aber das hat ja keinen Sinn. So, kann ich jetzt Roboterhanger bauen, ist die Frage. Warte, denn hat er hier irgendwo Schwefelsäure? Weil ich im Fass. So bin ich. Ich antworte dir. Ja, aber nur rotzig, weißt du? Anstatt mal mit einer Lösung kommt nur so, ne, bin ich nicht. Bin ich nicht. Wie gesagt. Für dich nicht, habe ich gar nicht gesagt. Ist das widerlich, Leute? Ist das widerlich? So. Wo haben wir's? Wird ja wohl abgegriffen, ne? Richtig cool. Ich will nicht sagen, dass alles nahtlos ineinander läuft, aber es läuft. Und das macht mich glücklich. Mhm. So. Eins. Jetzt brauchen wir die roten Schaltkreise. Ich kann hätte er mir natürlich auch vorher sagen können, dann hätte ich mal vorher ein bisschen gerechnet, weißt du? Aber nichts dergleichen. Nichts, gar nichts. Keine Kommunikation. Muss sowieso rechnen. Ja, muss ich auch. Ich habe noch nie mal ein Blatt Papier mehr. Wo habe ich denn hier noch irgendwo Platz? Nee. Ah, nee. Oh, Willa, so geht das nicht. Hier ist, nee, das... Brauche ich den Set? Ja, der ist schon gut vermarkt. Komm, und benutzen wir. So. Dann wollen wir mal. Also, wir brauchen 10-mal Sprengstoff. Wir brauchen 10-mal Rakete. Und wir brauchen 30-mal Uran. So. Oh shit, was haben wir jetzt gemacht? Dafür brauchen wir 50 Sekunden. In 50 Sekunden brauche ich 10. Mhm. Das heißt, ich brauche pro Sekunde 2. Ist korrekt? Korrekt. 2 mal... Nee, ne? 2 mal pro 10 Sekunden. So. Gehen wir in den Sprengstoff. Weißt du, das Schlimme finde ich ja immer noch, dass du den ganzen Rotz auch immer noch suchen musst. Mhm. Weil wir haben ja Gott sei Dank so ganz wenig, was wir herstellen, weißt du?
Teilweise ist das schon irre. Also ich finde diesen blöden Sprengstoff. Ja. Hm.